Herzlich willkommen zu Spirit. Es ist ein Festival des Heiligen Geistes, das Fest der Jugend in Salzburg. Jedes Jahr findet es am Pfingstwochenende statt und jedes Mal kommen mehr Jugendliche. Bis zu 10.000 Teilnehmer waren es beim jüngsten Kongress im Jahr 2018. Warum das Fest der Loreto-Gemeinschaft so beliebt ist und wie das Fest gefeiert wird, darüber möchte ich nun mit seinem Initiator und Gründer der Loreto-Gemeinschaft, Georg Meyer-Mellenhoff, sprechen. Herzlich willkommen, Herr Meyer-Mellenhoff. Freue mich, hallo. Und bevor wir nun über die Loreto-Gemeinschaft und das Fest der Jugend sprechen, wollen wir nun einige Impressionen vom jüngsten Fest der Jugend 2018 anschauen. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt die Herzen neu berührst. Ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen, dass du unsere müden Herzen neu berührst, dass du uns neu anhauchst, dass du uns neu salbst und neu zurüstest. So eine Freude, dass wir alle gemeinsam Pfingsten feiern dürfen. An diesem Ort wird seit 1300 Jahren gebetet. Und ich wage zu sagen, in unserer Zeit wird auch hier viel gebetet und gefeiert, aber es fehlt das, was ihr tut in diesen Tagen, das ist der Lobpreis. Gott will nicht ein angemaltes Leben, Gott will dich. Liebe junge Menschen, hört auf mit euren Kompromissen. Jesus ruft dich. Das Highlight ist irgendwie immer der Abend der Barmherzigkeit. Das ist so ein Wahnsinnserlebnis. Als für mich gebetet wurde, das war so ein Moment, wo ich die Anwesenheit des Heiligen Geistes wirklich spüren durfte. Herr Meyer-Mellenhoff, das Motto des Festes der Jugend heißt Neues Feuer braucht das Land. Inwiefern erfahren die Jugendlichen auf dem Fest der Jugend etwas Neues? Das Neue und das Alte, das ist so ein interner Slogan bei uns, aus den alten Quellen schöpfen und das Ganze in etwas Neues verwandeln, eine neue Sprache, eine neue Musik, eine neue Message. Das heißt, diese Suche, etwas zu finden, was die Jugend von heute anspricht, das ist so unser Ziel. Eigentlich erfahren sie ganz viel schöne alte Dinge. Eigentlich entdecken sie so die großen alten Schätze der Kirche. Wir feiern ja dieses Festival in Salzburg ganz bewusst auch im Herzen der Stadt, im Dom, im wunderschönen großen Dom. Das ist so ein Hintergedanke, dass sie an diesem Wochenende auch die Schönheit der, ich sage jetzt bewusst, der alten Kirche entdecken mit ihrer Liturgie. Aber vieles ist sozusagen hineinverwandelt in etwas Neues, Jugendliches, also von der Message, von der Musik, vom Licht, von der Aufmachung. Und das macht das Ganze sehr spannend. Es ist ein bisschen eine Gratwanderung. Der Termin für das Fest der Jugend ist ja immer das Pfingstwochenende. Dabei beten auch die Jugendlichen um Erneuerung in der Kirche. Wie sieht eine Kirche aus, die der Heilige Geist erneuert hat? Ich denke sehr oft, wie war das Pfingsten 033 in Jerusalem? Also wenn man so in der Schrift liest und sich die Vorgeschichte anschaut und dann kommt dieses Wort, bleibt in der Stadt, bis er kommt, der Geist aus der Höhe, der Beistand, und dann ist dieses Pfingstfest geschehen oder geschenkt worden oder passiert. Und das, was wir lesen, also ich habe so den Eindruck, ist aus off wird on, aus null wird eins, da passiert etwas Großartiges. Und das ist auch
auch unsere Sehnsucht für das Pfingstfest der Jugend oder überhaupt. Ich denke mir, Pfingsten ist das Fest des Aufbruches, das Fest des neuen Feuers, das Fest auch wieder missionarisch zu werden als Kirche. Und ich finde, die spannendste Zielgruppe, mit der man das machen kann, sind junge Menschen. Denn jungen Menschen kann man für viel begeistern. Und junge Menschen tragen diese Botschaft, das fasziniert mich unglaublich schnell weiter. Also die tun sich überhaupt nicht schwer. Wahrscheinlich überlegen sie wenig, wenn sie so eine starke Erfahrung machen. Und das ist auch ein bisschen ein Grund, warum es jährlich immer mehr und immer mehr und immer mehr werden. Die besten Missionare für die Jugend sind natürlich die Jugendlichen. Und da sind wir schon beim Zeugnisgeben. Das Zeugnisgeben ist ja auch ein ganz wesentlicher Bestandteil des Festes der Jugend. Und das Zeugnis geben auch Jugendliche selber. Warum ist dieser Programmpunkt Ihnen und dem Festival so wichtig? Weil das Zeugnis vielleicht das wirksamste Mittel der Glaubensverkündigung ist. Von dem bin ich zutiefst überzeugt. Es braucht die Lehre, es braucht die Katechese, es braucht die Weitergabe all dem, was uns wichtig ist, sozusagen an Theologie, an Philosophie. Aber das Zeugnis des Einzelnen, und vor allem, wenn es ein junger Mensch ist, also ich habe das über Jahre erlebt, wenig berührt, finde ich, die Herzen von Menschen so sehr, wie wenn da ein junger Mensch steht, aus der Tiefe seines Lebens erzählt. Zeugnis heißt ja auch, da muss es einen starken Wendepunkt gegeben haben. Also vor allem die Zeugnisse, wo junge Menschen erzählen und sagen, ich habe dies und jenes erlebt oder nicht erlebt, bin in diese Sackgassen gekommen und dann gab es diesen einen Moment und dann hat etwas Neues begonnen. Also wir leben es Pfingsten, aber weit über Pfingsten hinaus in all dem, was wir an Jugendarbeit auch machen. Die stärksten Momente, die ich in meinem Leben oft erlebt habe, ist genau, wenn ein junger Mensch vorne steht und sein Lebenszeugnis gibt. Ein ganz wichtiger Programmpunkt ist auch der Abend der Begegnung. Für viele Teilnehmer ist das der Höhepunkt schlechthin vom Fest der Jugend. Was ereignet sich am oder beim Abend der Begegnung? Also wir haben das eigentlich seit dem ersten Pfingsttreffen viele Jahre her inzwischen, es war im Jahr 2000, das war damals schon sozusagen dieses fast heimliche Herzstück dieses Pfingstwochenendes. Es ist der Abend der Umkehr, es ist der Abend, wo wir den ganzen Samstag über junge Menschen vorbereiten, an diesem Abend bildlich gesprochen ihren Rucksack zusammenzupacken mit allem, was schwer ist, mit allem, was nicht gelungen ist, und an diesem Abend den Rucksack abzulegen und beichten zu gehen und einen Neuanfang zu machen, zu starten. Inzwischen ist das so groß und es ist so unglaublich beeindruckend, sowas erleben zu dürfen. Diesem Samstagabend, also wenn ich jetzt zurückdenke an Pfingsten 2018, ich glaube, es waren heuer 130 Priester, die gekommen sind, und wir fragen dann nachher die Priester, aber wir sehen es ein bisschen, wie viele Leute kommen der Beicht, und dann sagt jeder Priester zwischen 25 und 30, also kann man hochrechnen, sozusagen die Innenstadt von Salzburg, die Altstadt von Salzburg verwandelt sich an diesem Abend zu einem riesigen Beichtstuhl. Und das Schöne ist, das geht nicht mehr im Dom selber, der ist viel zu klein, sondern das geht auf den ganzen großen Domplatz hinaus. Und für Salzburg ist das sehr schamvoll, weil am Pfingstwochenende finden auch die großen Pfingstfestspiele im Festspielhaus statt. Das heißt, das ist so eine Mischung aus vielen eleganten Leuten, die in die Festspiele gehen und dann auf den Plätzen, wo die Priester überall sitzen, vor jedem Priester Kolonnen von 15, 20, 25, 30 jungen Menschen. Und das ist ein Abend, wo etwas Unbeschreibliches passiert. Wir sagen immer, wir glauben nicht, dass es in der Geschichte unserer Stadt oder unserer Diözese oder auch in der Geschichte des Salzburger Domes, und der ist alt, solche Abende schon gegeben hat, dass an einem Abend 3.500 Menschen beichten gehen. Die Jugendlichen sollen beim Abend der Barmherzigkeit ja auch Jesus Christus begegnen in der Eucharistie. Was berichten Jugendliche davon? Wir haben am Abpfingstmontag, wenn die jungen Menschen nach Hause gehen, dann ermutigen wir sie, dass sie auf die Homepage zurückgehen. Da gibt es ein sogenanntes Zeugnisbuch, wo wir sie bitten, sie sollen eintragen, was war ihr Highlight, was war ihr Höhepunkt, was war das Stärkste an diesem Wochenende. Und es ist ganz faszinierend, wenn man liest, diese hunderten Einträge, die da kommen,
ganz, ganz viele sprechen von diesem Samstagabend als Wendepunkt. Und da gibt es immer diese zwei Momente. Der eine Moment ist, dass viele schreiben, nach langer Zeit, nach vielen Jahren bin ich wieder beichten gegangen und habe etwas Tolles erlebt. Und viele andere schreiben von diesem Moment, das Allerheiligste wird in der Monstranz durch den ganzen Dom getragen, lange. Also der Priester geht eine Stunde 10, eine Stunde 15, eine Stunde 20 und geht wirklich durch den ganzen Dom hinaus ins Zelt und auf den Domplatz. Das ist ganz toll, das zu erleben, eingehüllt in Weihrauch und mit diesen großen Spots. Und ganz viele berichten von diesem Moment, wo sie sagen, und der Herr kam direkt zu mir. Und dieser Moment, wo ich es wird dann verschieden ausgedrückt, den Saum seines Gewandes berühren durfte. Oder es war ein Moment, wo mir Jesus unmittelbar begegnet ist, wo er in mein Leben gekommen ist, in mein Herz gekommen ist. Also diese Kombination, dieser eucharistische Moment mit dem eucharistischen Herrn und das Angebot zur Versöhnung, zur Beichte, das ist so das heimliche Herzstück oder Höhepunkt des ganzen Pfingstwochenendes. Und im Grunde genommen, das wissen Sie nicht, die jungen Menschen, im Grunde genommen bereiten wir den ganzen Kongress auch auf das hin. Es gibt dann einen zweiten und dritten Höhepunkt, aber das ist so der erste große Höhepunkt am Samstagabend. Ein wichtiges Element beim gesamten Fest der Jugend ist auch der Lobpreis. Und bevor wir nun über den Lobpreis sprechen, wollen wir uns ein Beispiel für die Loretto-Lobpreismusik anhören. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt, hüllst dich in Licht wie ein Kleid. Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem amtlichen Herrscher aller Welt. Hüllt sich in Licht wie ein Kleid. Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem amtlichen Herrscher aller Welt. Herr Meyer-Mellenhoff, es gibt ganz